Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Mario Kart 64. Sind die Controller-Einstellungen gleich geblieben? Ja. Aber ich wollte mal kurz noch, wo ich Shift gedrückt hatte. Hier umschalten. Okay, gut. Ich musste ganz kurz mal was an Controller-Einstellungen verändern. Eine Sekunde. Okay. Gut, es geht los. Dort. Gerade so mal entschieden. Wir nehmen den Star Cup, den dritten Cup. Das Problem war, ich hatte ja schon mit Sebastian alles aufgenommen. Alle Cups. Nur nicht den Spiegelmodus und er hat mir leider nur den Part. Part 1 und 2 auf den Stick gegeben. Das heißt, ich habe die anderen Parts nicht und das ist ziemlich doof. Und deshalb mache ich jetzt meinen eigenen Part. Sehr gut. Das letzte Mal, als ich die Strecke gefahren bin, war ich zuerst Achter. Dann Erster. Also ich hatte vorher eine Aufnahme, die hänge ich glaube ich jetzt mal dran. Zwischen Reihen oder so. Und dann könnt ihr sehen, was für ein Schrott ich zusammengefahren bin. Ja, viel bessere Steuerung. Und ich habe es auch gerade hingekriegt, die Panzer nach hinten zu werfen. Sehr schön. Diese Piste hier ist ziemlich lang. Das letzte Mal habe ich dafür 5 Minuten gebraucht, 6 Minuten ungefähr. Vielleicht sogar länger. Gestern habe ich Let's Play Unturned aufgenommen, da wird auch nochmal eine Folge kommen. Demnächst. Also ich habe jetzt Folge Part 5 aufgenommen. Wir sind jetzt wahrscheinlich gerade bei Part 3, 4 oder sowas. Nein, ich habe Part 6 aufgenommen und die Audioqualität ist viel besser. Viel besser. Schlinger, Schlinger, Schlinger. Das ist ein bisschen doof hier. Vor allem beim Springen und Landen. Ich springe, lande und schlinger gleich wieder. Oder wenn ich ganz schnell Gas gebe. Da die Steuerung ziemlich sensibel ist. Ich habe jetzt übrigens 24 Abonnenten, sehr toll. Wir sind erste Runde 2 von 3. Ich gehe auch gleich in Urlaub morgen. Deshalb wollte ich nochmal ein paar Parts vorproduzieren, da ich da keine Parts produzieren kann. Das heißt, ihr werdet nicht mehr so häufig Parts von mir sehen. Leider. Also in den Ferien, danach wieder direkt. Viele. Vielleicht finde ich auch einen Weg, da irgendwelche Sachen aufzunehmen. Okay, komm, geh da weg. Ey, das finde ich unfair. Sowas finde ich richtig unfair. Jetzt werden wir. Hoffentlich werden wir Zweiter. Komm, wir werden Zweiter. Wir nehmen uns jetzt mal als Ziel, Zweiter zu werden. Zweiter. Wario, du bist doof. Geh weg. Ja, Zweiter. Sehr schön. Nein! Noch die letzte Runde. Ja, das vergesse ich bei dieser Strecke immer.
So. Die letzte Aufnahme muss ich leider wegwerfen, weil ich von irgendwelchen Leuten angerufen wurde. Oh, verkrampfe ich mich gerade. Das dürfte jetzt Part 3 sein. Es ist Part 3, genau. Und wenn ich es hinkriege, mich nicht so doof anzustellen, mache ich auch noch einen Spiegelmodus. Nein, nein. Dann hoffe ich mal, dass es keine Rückkopplung gibt, da ich hier oben mit Lautsprechern höre. Ich nehme die Tonspur vom Mikrofon ja separat auf. Da ich das dann noch regeln kann, ob damit der Game Sound ein bisschen leiser ist, damit man nicht mehr versteht. Komm schon. Gib mir den ersten. Hashtag an der Nase kratzen. Ich hatte in den letzten 2-3 Videos auch schön Feedback, das finde ich richtig gut. Ich war einfach weiß. Jetzt aber fertig, sehr schön. Sehr, sehr schön. Okay, wir sind Erster geworden. Währenddessen fahre ich wie wild mit meinem Stuhl hier rum. Diese Sorbetland oder sowas, das war eine, sagen wir so, eine unoptimale Strecke für Wario. Ich habe schon herausgefunden, dass wenn man Bananen nach hinten wirft, dass man, glaube ich, einen Boost bekommt. Das sah jetzt auf jeden Fall für mich aus. Das war gemein. Das war richtig gemein. Das war... Mamma mia! Okay, wir können hier hoffentlich noch was reißen. Wenn wir Peach jetzt überholen, sind wir Vierter. Haben wir schon mal etwas. Dritter sind wir. Weiter. Komm, geh weg, Wario. Keiner mag dich. Wieso fahren die nicht in die Banane? Wenigstens bin ich jetzt Erster, 2 von 3 Runden. Ich denke, wenn ich es jetzt halte, könnte es noch was werden. Ist ja alles so optimistisch. Leider nicht nur Wario getroffen. Driften mit Steuerung. Das ist. Ich drifte einfach nicht. Ja, das war schön. Er zieht von rechts rein und ich hole ihn mir. Nein, ich... Ja, ne, dann fährst du erstmal eine Sekunde weiter und... Wehe, Donkey Kong holt sich jetzt den ersten. Wehe, der.
dazu sage ich jetzt mal nichts. Die arme Tastatur muss meine Wutausbrüche über sich ergehen lassen. Naja, wenigstens sind wir noch auf dem ersten Platz. Royal Raceway. Der Remake von auf der Wii U ist auch ziemlich schön. Bei Mario Kart könnte man die ganze Zeit irgendwas erzielen. Ich nehme jetzt übrigens mit diesem anderen Mikrofon auf, mit dem Headset, mit dem ich auch zuerst aufgenommen habe, bloß irgendwie habe ich irgendwas verstellt und jetzt rauscht es nicht mehr. Und es klingt auch nicht mehr hohl, das heißt, ich brauche überhaupt nicht schneiden. Einfach nur lauter machen ein bisschen. Das ist toll. Das andere Mikrofon, also dass ich, es kam dazu, dass ich das Headset benutzen musste, dadurch, dass ich das andere Mikrofon irgendwie nicht mehr funktionierte in meinem PC. Übrigens auch sehr coole Idee, einen Kühler auf die Festplatte drauf zu tun. Meine Idee. Ich weiß nicht, wie ich auf die Idee gekommen bin, aber ich habe jetzt einen Kühler auf meiner Festplatte. Komm jetzt. Komm, Sechster. Fünfter. Yoshi überholen, wir sind der Vierter. Gib mir Vierter. Zweiter. Geht auch. Das Schöne an solchen alten Spielen ist, wenn man rausfliegt, kann man ziemlich schnell wieder reinkommen. Mario Kart Wii oder Mario Kart 7 ist überhaupt nicht so. Ich fliege irgendwie immer raus. Ich weiß nicht wieso, ich weiß nicht wie, aber ich fliege immer raus. Lüften bringt in diesem Spiel sowieso nichts. Auf jeden Fall auch mein Emulator. Wahrscheinlich habe ich alles kaputt gemacht. Wie in Super Smash Bros. Das sollte übrigens irgendwann mal bald weitergehen. Wenn wir Lust haben. Guter Donkey Kong. Ich wollte so knapp vorbeifahren, aber nein. Spiel sagt nein. Spiel ist doof. Spiel ist besser. Ich will den Gold-Dings da. Okay, Spiel. Sehr schönes Spiel. Knapp an diesem Kombikasten vorbei. Komm, noch einen reinfeuern. Dritter, naja, kann man nichts machen. Okay. Dann würde ich sagen, letzte Runde. Ja, ist gut Spiel. Wir sind auf Platz 2 runtergesunken. Ich weiß aber leider nicht, wer erster ist. Okay, Bowser's Castle. Das ist. Ich sollte mir irgendwie ein schwereres suchen.
Schönes Spiel. Kann ich noch irgendwen erwischen, den ich hier... Komm schon. Oh. Wenn wir uns das noch besser anstellen, können wir hier noch was reißen. Ich weiß auch gar nicht, wie man vom 7. Platz auf den 8. Platz rutschen kann, ohne überholt zu werden. Schwierig, ne? 7., 6., 5. Alle ausfallen, ich denke. Auch schön, danke. So auch danke, lieber Stein. Bowser's Castle ist für diese damalige Zeit recht langweilig designt. Ich meine, schaut euch mal The Legend of Zelda Ganondorf's Castle an, von innen. Oder von außen sogar, von außen. Schaut euch von außen an, das ist doch tausendmal besser als dieses Castle hier. Da hätten sie schon sich ein bisschen mehr ausdenken können, finde ich. Ich will ja nicht böse sein, aber... Ja, danke doch. Wieso muss man hier irgendwie Springtaste drücken? Man arbeitet sich halt schnell wieder nach vorne, aber man fällt auch ziemlich schnell wieder zurück. Ich kann ja nicht so gut sprechen. Oder Mama Mia sagen. Komm, mit dritten wäre ich zufrieden. Fake-Ding, das sehe ich, weil ich so geschult bin. Wieso eigentlich, hä? Was hat dieses Spiel für... Na, ich drücke Gas durch und ich falle richtig tief nach unten. Wieso eigentlich? Warum muss ich alles kaputt machen? Runde 3 von 3, ja schön, danke. 7. Kriegen wir noch einen Pokal? Mindestens Bronze, bitte. Bitte, 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 bitte. Nein, ich muss einen Trial machen. Schade, wird die Runde halt ein bisschen länger. Oh, yeah. Okay, 8. darf ich nicht werden. Wenn ich es in dieser Runde jetzt nicht schaffe, dann hänge ich euch einfach das Ende dran. Wann ich es geschafft habe. Danke, meine lieben Freunde. Bitte nicht runterfallen, bitte nicht runterfallen, bitte nicht runterfallen. Ich will doch mit Safe States arbeiten. Jedes Mal, wenn ich davor bin... Spare
speichere ich einmal. Nein, nicht runterfallen, nicht runterfallen. Sehr gut. Alles ist besser als runterfallen. Ich muss irgendwann mal Facecam reinmachen, dann sieht ihr, wie dumm ich mich anstelle. Spring, 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 wir. Gut. Bei Bowser Schloss hätten sie sich ruhig mehr entfallen lassen können, finde ich. Nicht in die Banane, nicht in die Banane reinfahren. Nicht in die Banane reinfahren. Okay, links dran vorbeifahren ist der beste Weg, wenn man ihn direkt einlegen kann. Ja, ja. Bowser-Bilder hier sind auch etwas langweilig gestaltet. Hätten sich ruhig mal anfangen lassen können. Was war da? Er ist erst doch klar. Okay, gut. Das hätten wir. Dann beende ich mit 22 Minuten diese Folge. Bis zum nächsten Mal. Warte, nennen wir uns auf die Siegerehrung an. Okay. Okay, wir sind zweiter Platz geworden. Damit, damit sind wir, denke ich mal, zufrieden. Kriegen wir die Silberpokal. Schön.